Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei Fishing Baron Sea. Schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Ja, meine Lieben. Hoch, hoch. Damn it. Warum hat er nicht gelenkt? 63%? Nicht gut. Nicht gut. Warum hat er gerade nicht gelenkt? Ich habe da voll eingeschlagen. Jetzt hier Ruder rumgerissen. Alles was geht, volle Möhre. 63%. Das ist nicht gut. Moment. Und zwar, wir müssen... Bollack. Rotbarsch. Bollack. Bollack. Schäfisch. Rotbarsch. Schäfisch. Bollack. Ich glaube... Wir fahren mal auf ein neues Gebiet, meine Freunde. Und zwar fahren wir erstmal tanken. Und dann... Bollack. Hauen wir hier ein Netz rein. Okay, erstmal volle Kehrtwendung. Wir müssen tanken, Leute. Nützt alles nichts. So, wir müssen einmal tanken fix und dann fahren wir mal raus auf hohe See. Dann können wir da hinten gleich ein bisschen erkunden, oder? Was meint ihr? Zack, die Bohne. Zack, zack. Was hat man hier eigentlich noch? Ach, das hat man ja alles nicht, ne? Abschleppen zum nächsten Hafen, ja. Was ist eigentlich das mit dieser Bootsversicherung nochmal? Ich weiß es nicht. So, wir wollen tanken. 2500, das ist ja irre. So. Kredit können wir ja auch nicht nehmen. Ach, wir können hier gar nichts machen. Deswegen raus aus dem Ollen Hafen. Und ab geht die Luzi. So, wie viel haben wir jetzt? 64%. Kriegt ihr das gebacken? Repariert 2% die Stunde. 12 Uhr. 12 Uhr 1. Also, sag bloß... Sag bloß, wir sind jetzt nicht so schnell. Weil die so langsam repariert. Das wäre ja mies. Da drehe ich nämlich nochmal um. Nee. Wir fahren trotzdem so schnell. Okay. Fein. So. Okay, dann fahren wir einfach mal mit 80 Knoten Richtung, ihr wisst schon, offenes Meer. Und ja, müssen uns irgendwas aus den Fingern saugen, was wir jetzt hier erzählen. Was wir jetzt hier labern. Aber... Nichtsdestotrotz, aus der Nase läuft die Rotz. Vielleicht habt ihr schon gesehen, die Kamera ist auf einer anderen Position. Und zwar auf einer Position, die ihr euch gewünscht habt. Nämlich, da ist sie nicht im Weg. Sie ist nicht im Weg. Und was war es noch? Die Kamera ist nicht im Weg. Es war noch irgendwas. Ich weiß es gerade nicht. Bin mir nicht sicher. Sag mal, ich habe manchmal das Gefühl, dass die Kamera so langsam läuft. Slow. Aber ich glaube, das ist nur Einbildung. So. Okay, auf jeden Fall. Schön Vollgas. Wir können ja ein bisschen Innensicht fahren. Fast 20 Knoten haben wir auf dem Tacho. Wir fahren doch keine Innensicht. Wir haben 20 Knoten auf dem Tacho. Lecco mio. 20,4. 5, 6, 7, 8, 9. Doch nicht. 8. Alter Schwede, ey. Das ist genau die Geschwindigkeit, die wir brauchen. 20 Knoten. Immer strikt. Rein in die Welle. So. So macht man auch Meter. So, woher sehe ich denn? Wann die wieder was zu essen braucht. Die olle Drola. So, nee. Bleib mal schön auf 20 Knoten hier. Wird nicht abgeschwächt. Oh, wieder ein bisschen andersrum. So, 20,8 ist, glaube ich, das absolute Maximum, was das Boot hier schafft. Zufällig ist in genau diese Richtung unser Waypoint und zufällig ist genau in diese Richtung der Punkt, wo wir unser Netz auswerfen wollen. Das ist das super, oder? Ach du Scheiße. Nochmal 5 Kilometer dann. Wir könnten natürlich das Netz auch hier auswerfen. Das können wir auch machen. Oder? Es wäre immer cool, wenn wir einen anderen Fisch noch finden würden. Hier den Kabeljauch hier. Kabeljauch.
Warum finden wir den nicht? Wir haben nämlich hier schon wieder voll. Das kotzt mich an, ey. Rotwaschkacke. Oder, warte mal. Events. 24.09. Welcher ist denn der? 29.08. Fährt denn hin hier? Da ist die Boje. So, und jetzt? Einfach geradeaus weiter. Super, das ist genau die richtige Richtung. Da haben wir auch nicht mehr viel Luft. Wie soll man da auf 4,5 Millionen kommen? Was ist das für eine Scheiße, ey? Und vor allem, wo ist dieser verkackte Kabeljau? Ich will jetzt wissen, wo der Kabeljau ist. Vielleicht sollte man echt mal... Wenn noch drei Netze, 100... Oh, krass. Jo, vielleicht sollten wir echt mal... Warte mal. Okay. Boah, 16 Knoten, macht keinen Scheiß, Digga. Da geht's lang. So, vielleicht sollten wir wirklich mal zu einem anderen Hafen noch dümpeln. Aber, boah, hier rum ist natürlich eine harte Hausnummer, ne? Aber hier hoch vielleicht mal so. Ist die gleiche Strecke, ne? Im Endeffekt. Ist ja eigentlich wurscht. So, wie sieht's aus? Repariert 2% die Stunde. Boah, so hoch, ey. So weit auf dem Meer waren wir noch nie. Ne, auf hoher See. Ich sag euch, wenn hier irgendwas schief geht, wir sind so am Arsch, ey. Wir sind so geliefert. Wir haben keine Versicherung, nichts. Ich weiß nicht, was dann passiert. Ich denke mal hier, Game Over. Spiel deinstalliert sich, over and out. Das war's. Ist vorbei. Nothing is over. You can start again. Neuer Rekord. Absolut neuer Rekord. 21,1 Knoten. Komm schon, Baby. Jawohl. 21 Knoten. Es gibt nicht viele, die dieses Boot auf 21,1 Knoten gekriegt haben. Lasst euch das sagen. Nicht viele. Wenn es überhaupt jemand gibt. Eigentlich bin ich der Einzige, um es genau zu sein. Sagen. Nicht sein. Aber es ist verdammt weit noch bis da raus, ne? Alter, Vater, ey. 3,9 Kilometer. Lecco mio. Können wir noch ein bisschen Licht anmachen hier. So. Oh Gott, man sollte nicht so viel Wasser mit Kohlensäure trinken. Ja, ich mag, das ist das Problem, ey. Das Wasser hier, das Medium, das ist ein bisschen zu viel Spritz. Und wiederum, das still ist halt ziemlich still, ne? Weißt du? Ja. Das ist halt irgendwie blöd, es gibt so kein Mittelding. So, was haben die jetzt schon? 67%, naja, immerhin ein bisschen was. So, und wir tuckern jetzt... Ach so, Momento. Wir sind da jetzt hier schon angekommen. Wir schmeißen hier das Netz raus. Zumindest ein Netz. Jo. So. Okay, noch 500 Meter. Aber wir haben nur ein 120 Meter Netz. Das ist ein bisschen komisch. So. Steuern geradezu auf den Punkt zu. Das läuft echt gut, ey. Wenn wir das Tempo weiterhalten, das ist natürlich nicht schlecht, ne? Aber wir verbrauchen auch ganz schön Benzin. 42 Liter schon durchgeballert. Gut, ich meine, ne? Ist alles kein Thema. Haben genug. Bam! Oh shit. Man sollte natürlich das Netz nicht in der Kurve rausschmeißen. Scheiße.
Das war nicht so gut. Das war gar nicht gut. Aber es macht nichts. Das Netz geht trotzdem ins Wasser. Und wird trotzdem Fische fangen. So. Passt schon. 100 Meter haben wir schon drin. Oder 10, oder 15, oder 20. Alles ist cool. Skedalic, baby. Skedalic, baby. I like it. 12 Stunden immerhin schon. Also, zu dem Netz müssen wir auf jeden Fall als nächstes hinfahren. Und zwar... da. Da. Ne. 3 Kilometer wieder in die andere Richtung. Ist ja eine Katastrophe. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Au, au, au. So, wie geht's der Olga? Die ist ziemlich erschöpft schon. Okay. 68, komm, 70% schaffst du. Jetzt müsste es halt so einen Spulenknopf geben, ne? Wo du so, so ein bisschen... Ach, und ich hatte ja gefragt wegen dem Safe-Game, wo dieses kleine, in Anführungsstrichen, Cheat-Safe-Game, wo man quasi alle Schiffe zur Verfügung hat, den ganzen Fasching. Ihr habt das abgelehnt, ihr, also der Großteil zumindest hat es abgelehnt und hat gesagt, nö, 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 mach mal schön so weiter, das gefällt uns ganz gut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde vollkommen okay die Entscheidung. Also ich hätte das Safe-Game freilich mal reingeschmissen und alles, aber dann hätten wir natürlich auch alles gehabt. So können wir ganz normal weiterspielen, was vollkommen okay ist. Also ich finde das klasse, dass ihr sagt, ihr wollt das lieber so weitersehen, anstatt das Safe-Game da rein zu ballen. Aber ist ja cool, auf jeden Fall. So. Es ist so entspannend und sinnlich, während das Meer zu fahren. So, wir müssen den Kurs ein bisschen anpassen hier. Wir werden langsamer. Das können wir nicht tolerieren. 20 Knoten werden nicht unterschritten. So. Ich glaube, dieser Befehlston kommt nicht so gut, oder? So. 2 Kilometer noch. Wie viel haben wir schon runtergerissen? Haben wir schon 80? 80 Kilometer was? Wir müssen 120 Kilometer machen. Das kann ja nicht wahr sein, ey. Noch 120 Kilometer, das schaffen wir nie. Das schaffen wir nie. Wie sollen wir das schaffen? Wie soll ich 120 Kilometer fahren? Das ist ja irre. 120 Kilometer? 120 ist halt echt eine Hausnummer, ne? Also jetzt mal ohne Mist. Das gibt's gar nicht. So. Der Papa bestellt sich jetzt einen neuen Monitor. So, zack, zack. Und zwar, ich brauche einen neuen Monitor und ich weiß nicht, was für ein Monitor. Es ist echt zum Heulen, ist zum Kinderkriegen. So, oh, die ist nicht mehr ganz so fit, aber die hat ihre 70% erreicht, deswegen gibt es jetzt erstmal einen Burger. Oh, die ist ein Level up. Hast du gesehen? Ah, die ist jetzt 66, Level 66, okay. Das heißt, reparieren ist immer noch nicht ihr Ding. Okay. Ja, die ruht sich jetzt aus und chillt und lädt sich wieder auf oder wie. Und wir brauchen noch 1000 Meter. Peter. Dann haben wir die Folge richtig viel geschafft. Ich weiß auch nicht, das ist ja Wahnsinn, wie lange das dauert, oder? Ich meine, wie viel Kilometer sind wir jetzt gefahren? Wir haben jetzt 81 Kilometer. Boah, jetzt müssen wir mal wissen, bei wie viel wir die Folge angefahren haben. Aber das schaffst du. Das finden wir. Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Wenn ich jetzt die Zeit hätte... Ach, guck mal, jetzt ist hier die Zeit, der Balken ist größer geworden. Aber wenn ich jetzt die Zeit hätte, sag ich mal, offscreen hier ein bisschen rumzufahren, aber das kannst du ja keinem zumuten, oder? Einfach sinnlos in der Gegend rumfahren, das macht keinen Sinn. Haben wir jetzt schon 30 Stunden. Ich
Ich weiß auch nicht so richtig, wie das hier werden soll. So, die lädt sich auf jeden Fall wieder auf. Das ist schön. Und ihre Skills werden auch immer besser. Kochen, Netz einholen, Longline Holding, maschinelles Ausnehmen, per Hand ausnehmen. Achso, es gibt, da gibt es auch noch Unterschiede. Zwischen maschinelles Ausnehmen und per Hand ausnehmen, das ist natürlich auch interessant. So, und eigentlich wird das sowieso nichts bringen, müssen wir den Wegpunkt hier reinsetzen. Weil wir müssen ja eh in den Hafen. So, ich habe überlegt, ob ich die Boje schon sehe, aber ich sehe sie noch nicht. Doch, da hinten. Da. Oh, was für ein Adlerauge, Alter. Ist der Wahnsinn, ne? Seitdem ich beim Lasern war, kann ich mal gar nichts sagen. Geht einfach nur der Blick straight durch den Bildschirm. Ja, aber warum überhaupt neuer Bildschirm? Will ich euch erzählen, aber die Folge ist gleich vorbei. Deswegen machen wir das in der nächsten Folge vielleicht. Mal gucken. Ich weiß nicht, ob das das richtige Thema ist. Ich weiß nicht, ob euch das interessiert. Davon mal abgesehen. So, immer noch 1,7 Kilometer. 6,9, 6,8, 6,7. So. Gut, hier könnten wir schon mal das Netz rausholen. Brauchen wir aber gerade nicht. Die ruht sich immer noch aus. Boah, ist doch scheiße, geht da nichts voran hier. So, aber kommt, ey, machen wir erstmal Feierabend. Wir sind fast bei 17 Minuten. Wir sehen uns natürlich in der nächsten Folge wieder. Lasst das nämlich auch, meine lieben Freunde. Und ja, checkt dann morgen wieder ein, ne? Und heute Abend, nicht vergessen, 19.30 Uhr oder 20 Uhr heute Livestream auf Twitch. Alles in der Videobeschreibung. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr dabei wärt und wir einen schönen Abend miteinander verbringen können und einfach ein bisschen gute Zeit haben können. Bis dahin, ja, tschüss, euer Manus.